Moin, denn ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Hogwarts Legacy. Im letzten Part haben wir uns auch zur großen Halle gemacht, denn wir sind zurzeit dabei, einfach in Hogwarts selbst die noch verbliebenen Flohflammen zu sammeln, die wir noch nicht haben. Und es sieht aber soweit ganz gut aus. Wie sieht's? Oh, hier sind noch zwei Stück noch. Einmal College Hof und untere große Treppe. Na dann mal los. Dann würde ich sagen, starten wir doch erstmal mit der unteren großen Treppe und gehen dann zum College-Hof weiter. Ja, wir latschen wie gesagt immer zu Fuß hin. Einfach nur in der Hoffnung, unterwegs noch ein paar tolle Dinge zu finden, wie zum Beispiel Demigeister. Zwei haben wir ja schon. Also das lohnt sich durchaus. Vor allen Dingen hier in diesen Bereichen, wo wir offensichtlich ja noch nicht waren. Ja, und damit machen wir jetzt einfach munter weiter, ne? Hier ist die dicke große Treppe. Hallo, hallo. Guten Tag. Moin, moin. Ja, diese Katze sieht sehr glücklich aus. Also wie gesagt, wir hatten ja schon mal das Thema Redesign der großen Treppe, weil es wurde sich ja offensichtlich diesem Spiel sehr nah an den Filmen gehalten oder an den Filmen orientiert, was das Visuelle angeht, von Effekten und ähnlichem, was ziemlich cool ist, weil wenn man die Filme halt geguckt hat, also da denkst du ja, du spielst das, den Film, ist ja verrückt, ne? Plus natürlich sehr viele Details aus den Büchern, was eigentlich alle abholen sollte. Nur bei der Treppe. Da haben sie irgendwie einen anderen Weg gewählt. Ich persönlich finde es aber gut, weil man da nicht so lange auf das Scheißding warten muss. Hier sind doch bestimmt die Slytherins, oder? Irgendwo hier. Ist das? Okay, warte, bevor wir abhauen, hier mal checken. Wo bin ich denn hier? Oh, da macht mein Magen. Ich hab grad Hunger. Hi. Hier waren wir doch schon mal, oder? Ist das? Okay. Revelio. Okay, waren wir doch noch nicht. Soundkulisse ist interessant. Erstmal spülen. Okay, hat jemand irgendwie so eine Fan-Toilette aufgemacht? Oh je, nee, nee, danke, lass stecken. Hier hat offensichtlich jemand so eine kleine Fan-Toilette aufgemacht, muss man sich auch mal gönnen. Jo, nee, danke. Hogwarts ist schon schön, da willst du einfach nur aufs Klo gehen. Oh, und hier ist jemand Einhorn-Fan oder wilde Tierwesen-Fan. Bin Fan des Einhorns, nur diese Muskelstränge, die muss ich jetzt nicht unbedingt... Och, das ist ja auch voll süß. Die Muskelstränge, die muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber du, jeder wie er es mag, ne? So, das war das Herrenklo. Ist das das Damenklo? Revelio. Ah, guck mal hier. Slytherin Waschbecken. In einen der kupfernen Wasserhähne dieses scheinbar gewöhnlichen Waschbeckens auf der Mädchentoilette ist eine kleine Schlange eingeritzt. Niemand weiß, was sie bedeutet. Oh. Höchst verdächtig, ne? Okay, what the fuck? Hat jemand sich so ein kleines Blumen-Oäschen gemacht? Auf der Toilette, wieso denn nicht? Da wird sich jemand freuen, der richtig krassen Durchfall hat. Unbedingt aufs Klo muss, es nur noch ein einziges Klo frei, öffnet es und dann sind da Blumen. Ja, das ist der Moment, wo du dich freust. Wobei hier sind so viele Toiletten, dass hier mal wirklich alle gleichzeitig besetzt sind. Ist jetzt eher unwahrscheinlich. Gut. Ja, schön war's. Dann lass mal eben checken. Wo sind wir denn gerade? Hier sind wir dran, ne? Dann lass uns mal eben hier noch hingehen. Holy moly, das ist ein etwas komplizierterer Weg. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber gut, dann tun wir los. Da folge ich lieber mal dem Wegmarker, ne? So, wir sind ja ganz tief unten in den Katakomben. Hier sind ja halt die Toiletten, ne? Wo machen wir die Scheißhäuser hin? Weit unten, damit der Geruch nicht nach oben zieht, ne? Ja, guter Plan. Lass die ganzen Kinder morgen im kalten Keller kacken. Was soll's? Hier lang. So, die Treppe wieder hoch. Up, up and away in my beautiful Treppe. Schön hoch. Schön, schön hoch. So lobe ich mir das. Ja, ja. Ja, ja, ja. Und rum. Einen wunderschönen guten Tag. Guckst du immer schön auf so einen Löwenarsch. Hier sind wieder diese Gläser. Ja, und weiter. Aber ich glaube, da haben wir bald alles, ne? Viele sind das nicht mehr. Dann sind wir nämlich in ganz Hogwarts gewesen, haben alle Flohflammen. Das ist schon mal gut.
Dann würde ich vorschlagen, machen wir erstmal wieder zwei Main-Missions, bevor wir uns dann... Oder machen wir erst die Nebenmission? Wir machen wahrscheinlich erst wieder die Nebenmission, komm. Ihr kennt das doch. Wir machen es doch immer so. Hier ist die nächste, aha. Hallo! Ist da oben los? Expelliarmus! Nee. Bingo! Incendio! Oh oh. Das tun wir uns lieber nicht an. Ja, machen wir schön weiter, ne? Spaß. Da oben, da oben, da oben. Ja, komm. Freunde, weitere Seite. Schön. Dü, 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 dü. Nee, nee, nee. Nee. Oh, hier ist wieder so ein Schlüsselding. Die Frage ist, wo ist der passende Schlüssel dazu? Alohomora. Wo ist der passende Schlüssel? Oh, den werden wir auch gleich finden. Dün, düdl, dün, dün. Was haben wir denn hier? Okay. Flotter Langmantel in Grau. Sieht irgendjemand den Schlüssel? Schlüssel, wo bist du? Wir brauchen dich. Wenn ich schon so nah an so einer Hausmarke dran bin. Dum, 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 dum. Levioso. Vierundvierzig, da ist er. Hallo Schlüssel. Ja, ich weiß ganz genau, wo es hingeht. Ich folge dir aber trotzdem mal. Dum, dum, dum. Ja, ja, komm schon. Neue Hausmarke. Hey. Klasse. Zack, klasse. Das dürften ja langsam auch mal alle sein, oder? Geht's hier rein? Revelio. Wo, 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 wo? Das ist so laut, das muss hier drin sein. Da. Heimgesuchte Toilette. Wenn man es nicht ganz dringend nötig hat, sollte man diese spezielle Toilette meiden, da sie einer von Peeves liebsten Orten für Streiche sein soll. Ich habe sowas von Bock auf die Peeves-Toilette. Out of order, die ganze Toilette geschlossen wegen Peeves, Alter. Läuft bei ihm. Peeves, ich komme dich jetzt besuchen und leg dir mal so einen richtig geil stinkenden Haufen da rein. Warte mal ab. Da wirst du an mich denken, Bruder. Mhm. So, Leute, lass mal scheißen. Revelio. Ein Demigeist. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Habt ihr damit gerechnet, dass hier in diesem... Ich weiß nicht, was es ist, ein Demigeist lauert? Ich nicht. Let's go. Eben kurz warten, bis Nacht ist, dann sammeln wir den ein. Du gehörst mir, Demigeist. Bam, badabam, bam. Komm mal her, du kleines stinkendes Ding. Doing. Demigeist gesammelt. Und direkt wieder Tag machen. Ich habe halt noch nicht so ganz verstanden, warum man die nur nachts einsammeln kann. Weil außer, dass man jetzt einmal die Zeit eben schnell switcht. Mehr hat das ja auch nicht zur Folge. Aber gut, irgendeinen tieferen Sinn wird es bestimmt haben. Dim, dim, dillidim, dim. Dim, dim, dim. Ich will mich nicht von Toilettenklo-Wasser hier voll spritteln lassen. Wenn es geht, danke. So. Hier waren wir schon. Warte mal, aber... Kann man da trotzdem schon rein? Oh. Eben kurz mal gucken, was ist. Was hat der Fuchs heute gemacht? Der ist durch Toiletten gelatscht. Seiner liebsten Beschäftigung nachgegangen. Revelio. Irgendwie da hinten ist noch irgendwas. Hier.
müssen wir bestimmt drücken. Aha. Ja, 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 ja. Ein Zettel, Violet. Wenn du herkommst, sei doch so gut und bring noch etwas Met mit, ja? Ich glaube, einer der Herren, die im Flur im dritten Stock hängen, hat noch einen zweiten Rahmen mit einem beachtlichen Vorrat. Met, Alter, hier ordentlich schön reinknölzen, ne? Gönnt euch, Leute. Oh, hier. Lumos. Das muss ja draußen in diesem Gang sein. Warte mal, guck mal auf die Lampen. Da oben sind diese Lampen. Da sind die Lampen. Muss irgendwo hier sein. Wo ist er? Ich glaube, ich mache heute Abend eine Spritztour auf mein Leben. Diese. Wo ist es denn? Auf einem Besen zu reiten lernt man am besten. Ich liebe es, auf einem Besen zu reiten. Vielleicht geht's auch in diese Richtung weiter. Sind da auch noch diese Lampen? Nicht wirklich. Ah, doch. Muss irgendwo eine Tür sein. Okay, was ist das? Hoppala! Ich bin jetzt gelandet. Revelio. Scheiße, Bruder, wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh Gott. Ich höre es klingeln, aber ich sehe es leider nicht. Und wieder zurück. Moin! Tja, wo mag das sein? Hier sind auch diese Lampen. Aber ich glaube, jetzt sind wir wirklich schon wieder zu weit weg. Also dieses Schmetterling und ich, das ist dann doch ein bisschen schwierig. Moin, ich habe schon ein paar Demigeister gefunden, aber ich suche noch weiter. Alles wird gut. So, okay, wir machen erstmal weiter. Mal eben checken. Also hier... Machen wir das mal weg. Haben wir jetzt alle? Hier haben wir alle. Hier haben wir alle. Hier haben wir alle. Ich glaube, wir haben alle. Ja, okay, Leute. Mission erledigt. Dann gibt es noch Nebenquests. Und zwar einmal hier die Halle von Herodiana. Es scheint, als könnte Sophronia Franklin meine Hilfe gebrauchen. Sie ist in der Nähe des Unterrichtsraums für Zauberkunst im Aufenthaltsraum. Machen wir das doch mal. Dann machen wir mal Schnellreise hierhin. Jetzt können wir ruhig wieder schnell reisen. Es ist Zeit mal für ein paar Nebenmissionen, Leute. Let's go! Neue Zaubertränke und Pflanzen können durch den Kauf von Rezepten bei Jay Pippins. Zaubertränke. Alles wird gut. Hier sind wir die schönen Wandteppiche. Revelio. Was geht hier eigentlich? Irgendwo ist hier eine Kiste da. Okay, ist jemand am Zaubertränke zubereiten? Gönn dir. Das ist der Raum nebenan. Warte mal. Komm ich denn in diesen Raum rein? Da muss ja irgendwo auch noch eine Tür sein. Da. Ach da, deswegen. Okay, warte, warte, warte. Das haben wir gleich. Ja, ja, ja. Hallo, kleine Augenkiste. Ich bin's. Komm. 500 Gold. Nice. Revelio. Ich finde es schön, dass in den Toiletten überall irgendwas abgeht, ne? Also, irgendjemand nimmt immer so eine Toilette für seinen persönlichen kleinen Freiraum. Mein persönlicher Freiraum. Persönlicher Freiraum. Gut, damit hätten wir das. Was ist da hinten los? Das ist auch noch so eine dicke Kiste. Ja, komm. Alohomora. Inzwischen kann ich das ja. Alohomora. Okay. So, dann jetzt aber mal in Richtung unserer Quest. Mal sehen, was sie für Probleme hat. Und hoffentlich können wir ihr helfen. Oh, ich bin da guter Dinge. Ich glaube, das wird schon. Dürfte ich einmal bitte hier vorbei? Dankeschön. Hallo. Guten Tag. Ich wollte dich nur mal fragen. Ach, da. Da wird gechillt und gewartet.
Moin, alles gut? Könnte ich dich einen Moment... Kann ich helfen? Ich glaube ja. Ich bin übrigens Sophronia. Und Hi. Ich brauche Hilfe von jemandem aus der 5. Klasse. Kennst du vielleicht Tara Deanna Byrne? Sag nichts. Natürlich nicht. Niemand außer mir scheint sie zu kennen. Sie ist ja nur die größte Depulso-Meisterin aller Zeiten. Hat sogar kurz in Hogwarts unterrichtet. Okay. Sie klingt faszinierend. Interessant. Erstaunlich, dass ich noch nie von ihr gehört habe. Es ist eine Schande, dass sie nicht bekannter ist. In meiner knappen Freizeit lese ich oft über große Hexen. Und es gibt viele. Ich habe gelesen, dass sie hier in Hogwarts einen geheimen Depulso-Übungsraum errichtet hat. Aber raffiniert wie Herodiana eben war, kann man den Raum nicht betreten, ohne Depulso zu beherrschen. Was Drittklässler natürlich nicht lernen. Und du bist Drittklässlerin. Blitzmerkerin, hm? Mhm. Ich habe gehört, dass sich ihr charakteristisches Gewand noch dort befindet. Ich würde es so gern sehen. Würdest du Herodianas Gewand besorgen und es mir zeigen? Ja klar, was hat Herodiana Briana denn so getan? Also, was hat sie so besonders gemacht? Wie konnte Herodiana Byrne denn mit Depulso berühmt werden? Einst rettete sie Waisenkinder vor einem wilden Grabhorn, das sie über Stonehenge verbannte, im Süden Englands. Einmal hat sie einen zudringlichen schwarzen Magier bis nach Durmstrang verbannt. Oha. Aus den Alpen. Das ist vielleicht übertrieben, aber viele andere Geschichten über sie sind es nicht. Es gibt mehrere Geschichten und alle sind wahr. Okay. Was ist denn mit Herodiana Byrne passiert? Später unterrichtete sie in Hogwarts, aber nur für kurze Zeit. Offenbar gerade lang genug, um eine geheime Halle zu bauen. Dann verschwand sie eines Tages einfach. Manche sagen, sie hätte sich selbst verbannt, aber niemand weiß es sicher. Verstehe. Ja gut, ich guck mal, was ich machen kann, ne? Sag mir, wo ich hin muss. Ich sehe mal, was ich tun kann. Geh einfach zur Halle von Herodiana am Fuß des Turms für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Dort findest du einige Depulso-Rätsel, hinter denen sich Teile von Herodianas Gewand befinden. Sehr gut. Ich sage Bescheid, wenn ich etwas finde. Okay. Ich Dann freue mal mich los. Schon auf Herodianas berühmtes Ensemble. Vielleicht kopiere ich es. Ich werde damit auch rumlaufen. Nur weil ich es dann kann. Ich sollte nach der geheimen Halle suchen, von der Sophronia erzählt hat. Klingt interessant. Können wir da rein? Können wir da rein? Können wir da inzwischen rein? Jawohl. Nur Hallo, Homora. Wir suchen gleich nach der geheimen Halle. Alles entspannt. Aber erstmal hacken wir uns wieder wo nein hier, ne? Wir sollten vor allem gleich erstmal in unser Inventar gucken. Ich habe das Gefühl, ich bin gleich wieder voll. Oh, eine Katze zum Streicheln. Hallo, warum sind eure Modelle so gruselig? Müssen wir mal gleich gucken, ob es da einen Mod gibt. Better Cats, weil in diesem Spiel sieht alles schön aus, wirklich. Aber ausgerechnet Katzen, die fucking magischen Tiere ever, überhaupt so, sehen mega hässlich aus. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Hallo. Liebe Frau Professor Shah, vielen Dank für Ihren jüngsten Beitrag über himmlische Anomalien. Er könnte eine perfekte Ergänzung für den Atlas sein, den ich zu veröffentlichen gedenke. Ich setze mich mit Ihnen in Verbindung, wenn ich beschließe, Ihren Beitrag oder damit verbundene Forschungsergebnisse in die Publikation aufzunehmen. Mit besten Grüßen, MPN Canarius. Alles klar, Mr. Canarius, dankeschön. Hallo, Homora. Nochmal Hallo, Homora. War Wahnsinn, das klingt doppelt gemobbelsicher. Crazy. Dankeschön, dankeschön. Okay. Revelio. Noch irgendwas hier drin in diesem wunderschönen Raum der Räume? Außer diese gruselige Katze? Nee, gut. Jo, dann lass uns mal diese Nebenmission anstarten. Aufträge. So, die ist auch schon aktiv, ne? Da. Ein besonderer Brunnen? Ja, erstmal das da. Finde den Eingang zur Halle von Herodiana. Gehen wir mal zur Halle von Herodiana. Let's go. Weiß nicht, wie weit das weg ist. Oh, der Hahn kräht schon wieder. Aber so weit wird das wohl nicht sein, ne? Ja, Hahn ist doch gut. Bleib doch mal entspannt. Alles wird doch gut. Meine Lieben, der Hahn, ne? Er ist am Krähen und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle erstmal so ganz kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, ne? Lasst euch meine Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.